Tja, ein Sonos-Lautsprecher für unter 100 Euro, dass wir das noch erleben dürfen. Gut, zugegeben, der ist nicht direkt von Sonos, aber der Sound kommt von Sonos. Die Rede ist vom IKEA Symfonisk-Lautsprecher, der heute in Mailand erstmals vorgestellt wurde. Und hier jetzt die Infos im Schnelldurchlauf. Das Allerwichtigste zuerst, der Symfonisk-Lautsprecher von IKEA wurde entwickelt von IKEA und Sonos zusammen und kostet 99,95 Euro und kommt im August auf den Markt. Soweit die Fakten. Was gibt's noch zu berichten? Das Ding sieht einfach aus wie ja, so eine Riegelbox halt. Kann man auf den Nachttisch stellen, ist dann relativ hoch oder aber man hängt es an die Wand. Es gibt also auch eine Wandhalterung, soll dann als Bücherregal fungieren. Ich würde das nicht unbedingt bei vollem Bass ausprobieren, weil sonst die Bücher irgendwann die Biege machen, aber theoretisch geht das. Man kann auch irgendwas anderes draufstellen. Das Design ist ziemlich schick und fügt sich ganz prima in die ganzen IKEA-Geräte ein, die so in der letzten Zeit rausgekommen sind. Der Sound, mit dem hat IKEA nicht die Welt zu tun, das hat man komplett dem Partner Sonos überlassen und ich finde, so klingt der auch. Die Bässe, die sind richtig schön spürbar. Ich finde, der Lautsprecher ist recht ausgewogen, also ich kann mich da nicht beschweren. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, ich habe diesen Lautsprecher nur auf der Hausmesse von IKEA gehört und in so einer Messeumgebung klingt jeder laute Lautsprecher erstmal okay. Wie gut der also wirklich ist, kann ich noch nicht sagen. Das Design, das habe ich jetzt gesehen, das gefällt mir. Wenn der Sound im stillen Raum auch noch passt, dann würde ich sagen, ist das definitiv eine Überlegung wert, denn Sonos Sound für 99,95 Euro, da muss man noch eine ganze Schippe drauflegen, bis man den ersten Lautsprecher von Sonos bekommt, nämlich, ich glaube, knapp 80 Euro. Das ist meine Ansage und ich würde sagen, wir freuen uns auf August und auf den ersten Test.